Servus Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es geht endlich los mit Resident Evil 4. Ich wünsche euch daher viel Spaß beim Zuschauen in der allerersten Folge und wir spielen das gemeinsam auf meinem Kanal und ich freue mich natürlich auf das Resident Evil 4 Remake und ich hoffe ihr auch. Und dann starten wir hier mal gemeinsam rein. Ab in die Hauptstory. Lass mal natürlich auf Standard, ist ganz klar. Assistiert brauche ich nicht, oder? Gibt's da noch was? Zielhilfe ist aktiviert. Anna, gut. September 1998. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen, brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Dann erzähl mal. Was willst du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt. Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich mistig sein, eh? Der befiehlt kam von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Nur unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. Das Frio. ¿Te has bebido el bar entero? Brauchst du? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Y
Der gleich sich ganz und seid. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Ja, dann starten wir ins Kapitel 1. In das erste Kapitel natürlich. Schauen wir mal, ist das. Den Polizisten müssen wir suchen, okay. Haben wir es im Raum. Der ist wahrscheinlich. Aha. Drachen durchgerannt. Wie weit ist er denn gegangen? Hell. Was ist denn hier? Geschmackig. Wäre ein toter Wolf oder ein toter Fuchs? War logisch, dass ich da einen Tuch muss. Oh mein Gott, was ist das für ein Haus? Hallo? Ist der Polizist da reingegangen oder was ist los? Grüß Gott. Ach Gott, diese schreckhaften Szenen, also echt merkwürdig, weil da keine Waffen sind. Jemand zu Hause? Nein, es wird keiner zu Hause sein. Papa, Holz ist hier, da ist Feuer an. So, was ist das? Was steht da? Primitiver der Talisman, das Urteil naht. Okay. Akte erhalten. Gut. Also trotzdem ein bisschen. Oh mein Gott. Schaut das herrlich aus. Dass ich irgendwas dahinter habe. Wow, 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 wow. Das muss jemand da sein. Achtung! Wer ist denn er, Alter? Hilfe! Sorry, dass ich so reinplatze. Musst du ja wohl die Polizei. Bin ich aki? So shit gar nicht was. Was macht der jetzt? Oh oh. Ach, Mann, unangenehmer Gegner, ha? Das gefällt mir nicht. Willst du? Ja, okay, alles klar. Dann geht's da jetzt natürlich weiter. Aha, Feuer. Boah, wie das riecht. So. Sonst ist da nichts. Doch, da liegt das am Boden. Okay, dann gehen wir da zurück raus. Da kann ich aufsperren. Passt perfekt hinein. Ach du Scheiße. Ja, jetzt wäre ich sicher gleich geschreckt. Das ist gar nichts, okay. Puh.
Was liegt denn da, Alter? Jawohl. Ich hab das schon gesehen. Eieieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey. Warum liegt da der Polizist? Gott, ist das ein Schieber von dir? Ich höre sie. Jesus, euch! Wie ist der Status? Zum Spiegeln vom Fernseher, das Fenster runter. Was ist hier los? Ich denke mal, wie schwul ist das? So, was ist da? Aus der Yacht, ich denke, kann man. Natürlich. Okay. Was mit Munition sparen, habe ich schon mal gelernt. Was war das? Ja, ich hab's auch gehört. Langsam ist es nicht mehr witzig. So. Erste Hilfespray benutzen wir natürlich nochmal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist denn das jetzt? Aha. Interessant, ich hab 6 Schüsse. Das ist ein Riesenproblem, ha? Gehen wir mal geduckt. What the hell is going on? So. Hilfe, Mama, such. Aha. Also ruhig stehen bleiben. Wie oft schießt du auf mich her? Ein Schuss habe ich noch. Das ist ein Angriff, brauche ich jetzt auch nicht. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Geil. Ist da drin irgendwas? Ich habe keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Das ist böse. Aha, ich kann nur aussehen. Geil. Ah ja, interessant. Wirklich interessant. Weil es liegt nirgendwo am Muni. Das ist so. Ah. Und das Kraut, das ist sicher wichtig. Und da ist nirgends so eine Mund. Gut, das ist auch nichts. Dann lässt man da die Stiege drauf. Wunderbar. Da ist auch nichts. Und hinter der Tür wird es sicher wieder mehr Papier. Verbergen. Gottes Willen. Aha. Gut zu wissen.
Hast du gerade Voldemort gestanden? Interessant. Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Lady Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Oh. Meine Begleiter sind... Was los? Melde mich. Was ging jetzt so? Ich bin selbst raus. Er springt einfach aus dem Fenster aus. Ja, für den Anfang ist das gar nicht so schlecht. Das heißt, ich muss den Weg da entlang gehen, anscheinend. Ich habe keine Waffen mehr. Ah, ich habe keine Munition mehr. Ist da irgendwo Munition? Da habe ich gar keine Munition. Aber wir gehen einmal zum See und das machen wir dann in der zweiten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.